Und da sind wir wieder und wir legen gleich weiter los. Wer bist du denn? Ihr seid also der Petro. Die Ausbilderin ist zu jung. Das habe ich gehört. Okay, und Abmarsch auf das Bodenmeer und hinein da. Und da düsen wir ab in unserem geilen Boot. Auf nach, keine Ahnung mehr, wie die Stadt heißt. Und unterwegs müssen wir natürlich noch käppeln. Ja! Ich liebe es, wenn sie käppeln. Nein, eigentlich hasse ich es. Show! Hi, Christis! Das hier ist der Beethoven. Hallo! Punkt, 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 Punkt. Das wievielte Mal, Ziffer? Ich mag halt Prüfungen. Ja, er liebt Prüfungen. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Toilette-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Toilette wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Toilette die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. So viel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der toilettischen Restverbände. Wir werden am Nuptan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf die feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Und was müssen wir machen? Die Seed-Anwärter sollen den Stadtbereich sorgen. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig! Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch an Quistis, wenn ihr noch Fragen habt. Was mache ich jetzt? Ja, sprich mal mit Quistis. Was ist cool? Nichts. Gleich wenn wir anlegen. Viel Erfolg, School. Sprechen wir mit Sephar. Hör mir gut zu. Wir sollen den Toilette die Teile niedersetzen. Befolge einfach meinen Befehl, das ist alles. Doch mit Xel dieser Schwuchteln rede ich nicht. Wir legen gleich an. Haltet euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja. Gleich kommt wieder eine Sequenz. So, Squall, schau nach, was draußen abgeht. Verstanden. Du hast es begriffen, ich bin schließlich der Truppenführer. Muahahaha. Dann schauen wir uns mal an, was draußen so abgeht. Wie komme ich nur nach draußen? Ey, wie komme ich nach draußen? Und eine Skat. Ja.
So, wir sind jetzt in Toilette angekommen. Da Petro ist für den Marktplatz zuständig. Vor einem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind. Und genau das werden wir jetzt gleich machen. Wir gehen. Nein, wir gehen nicht. Wir checken, ob die GF gekoppelt sind. Natürlich weiß sie von nicht. Wenn wir nicht GF koppeln. So, du bekommst. Okay, warte mal, Ifrit bekommst du nicht mehr. So, das bleibt. Dann kommen wir, nein, du bekommst nichts. Du, alles entfernen. Ja. Dann, Zelda, bevor ich auch gesehen kopple, ihr Zauber, Christus. Alles von Christus zu Xel. Dann wir so Zauber von Xel und er bekommt es von Christus. So. Dann koppeln wir Xel. Und er bekommt Ifrit. Und Stärke, GF, Draw und Item. Und dann koppel ich Scroll noch. Nein, nicht Ziffer. Scroll kommt noch Stiva gekoppelt. Mal Magie. Gut, das war's und weiter geht's. Ich koppel noch Ziffer nichts. Denn der tut nicht viel für mich. Nicht viel tun. Gut, hier ist. Keine Feinde zu sehen. Ah, das ist das Mädchen, das vorher in uns gerannt ist. Hier speichern wir schnell. Hier speichern wir schnell. Bevor wir uns ins Getümmel stürzen. Und Speichervorgang beendet. Und dann, ja, da kommen schon die ersten Soldaten. Die ersten gegnerischen Soldaten. Mal schauen, ob die was Interessantes zu ziehen haben. Oh, oh, die haben Mieter. Da hole ich mir ein paar. Vita mal 6 erhalten. Auch mit Zell werde ich mir ein paar Bitte lagern. Und mit. Und mit Ziffer greife ich einfach an. Dann ziehe ich mir nochmal Vita und dann werde ich die Typen vernichten. Und Angriff und Angriff und Angriff. Bams, bams. Und der erste Typ ist down und dem verpasse ich einen Gunblade-Angriff und Ziffer macht den Typen fertig. Der hat irgendwie die meisten HP. Er ist auch ein Level höher. Griff haben 2 HP erhalten. Gut, weiter geht's. Ja, andere Truppe sichert das Gebiet hier. Während wir weiter zum Marktplatz vordringen. Und da oben sind noch Soldaten. Die sind aber auch nicht viel stärker als ihre Vorgänger. Ein Hinterhalt! Die Spezialeinheit sieht! Und BAMS! Einer ist schon mal tot. Und dann greifen wir den zweiten Angriff an. Und das müsste ich mit denen auch gilt sein. Ja, das war's. Und 2 Portionen erhalten. Und Ifrit Bärsch anfeuern, das ist gut. Jetzt kann ich Ifrit schnell eine andere Ability. Ich gebe ihm APK. Kann er gut gefahren. Schauen wir mal, 33 und 50. Und da seht ihr den Freundschaftsbonus.
und mit verschiedenen Gaps. Und umso höher der Freundschaftsbonus ist, umso schneller. Ich gehe jetzt einmal in den. Natürlich kann ich in den Shining Bomber nicht hinein. Da sind der C-Drop. Versperrt uns den Weg. Ich gehe jetzt aber dann nicht weiter. Ich werde jetzt wieder zurückgehen. Und ich werde hier. Ich glaube hier. Wo ist es da? Da. Irgendwo da ist es. Ist das? Nein, das ist auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Ich gehe auf jeden Fall zurück. Dann speichere ich jetzt wieder. Und dann werde ich den Part beenden. Dieser Part etwas kürzer, aber beim nächsten Mal geht's wieder so richtig rund. Bis dann, wir sehen uns dann. Ciao.